Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute will ich mich mal mit der Office-Software Excel beschäftigen. Und da starten wir direkt, ohne lange Vorreden. Excel 2016. Und nachdem ihr das gestartet habt, sieht das Ganze erstmal so aus. Microsoft lässt euch hier nicht völlig alleine mit dem Programm. Gibt hier schon verschiedene Online-Vorlagen, die man sich bei Bedarf aus dem Internet laden kann. Eben zum Beispiel für Budgets, Monatsbudget, einfaches Budget, Hochzeitsbudget. Es gibt hier wirklich tausende Vorlagen. Wer will, kann sich da durchwühlen. Aber ich möchte euch heute erstmal nur die Grundlagen zeigen und je nachdem wie das ankommt, setze ich das Tutorial natürlich auch noch fort. Und deswegen starte ich hier jetzt auch gleich mit einer neuen Datei. So habt ihr aber auch eine Idee davon, was man alles mit Excel machen kann. Familienreiseplan, Semesterkalender und. Wie gesagt, wir fangen mit einer leeren Arbeitsmappe an. Und wenn wir zum ersten Mal eine leere Arbeitsmappe anklicken, dann sieht das so aus. Egal welche Version ihr verwendet. Im Übrigen ist Excel auch kompatibel mit LibreOffice für Leute, die unter Linux arbeiten. Bedingt kompatibel, würde ich sagen. Aber LibreOffice, also da wurden größere Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Ich denke mal, das ist zu Numbers von Apple. Das ist das gleiche in grün, dass das nicht kompatibel ist zueinander. Aber von der Funktionsweise her funktioniert das ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mit Apple Numbers noch nicht gearbeitet. Was kann man jetzt mit so einer Tabelle hier anfangen? Wir fangen, wie gesagt, bei den Basics an. Wir unterscheiden zwischen Spalten, das hier ist eine Spalte, und Zeilen, das ist eine Zeile. Und wir haben hier einzelne Zellen, die wir jeweils anwählen können. Und zur besseren Navigation sehen wir hier oben, wo wir uns gerade befinden. Wenn ich irgendein Feld anklicke, sehe ich, ich befinde mich in C7, also in Spalte C, Zeile 7. Wir können jetzt hier Texteingaben machen und zwar können wir die Eingaben direkt im Feld machen oder wir können die Eingaben auch hier oben machen. Das kommt aufs Gleiche raus. Enter drücken und dann geht es hier automatisch in die nächste Zeile. Ich lösche das aber erstmal wieder, nur damit wir mal grundsätzlich über die Navigation hier gesprochen haben. Jetzt zeige ich euch erstmal noch ein paar Basics zum Thema Formatierung. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, denn das hat mich gerade am Anfang regelmäßig zur Verzweiflung getrieben. Ich mache mal ein Beispiel. 3,33 Euro. Anderes Beispiel. 14.07.2019, ein beliebiges Datum, dann vielleicht noch eine Uhrzeit, 11.17 Uhr, funktioniert erstmal ganz gut. Zellen formatieren. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich klicke die Zelle an mit einem Rechtsklick. Ich mache es nochmal. Und dann kommt hier ein Kontextmenü und hier unten finden wir Zellen formatieren. Und ihr seht, das wurde jetzt hier schon soweit alles automatisch eingestellt. Es wurde erkannt, dass wir hier ein Datum eingegeben haben. Genauso wie hier erkannt wurde, dass wir eine Uhrzeit eingegeben haben. Oder hier einen Eurobetrag. Wobei das jetzt eine Standardzelle ist. Wir können auch sagen, das ist eine Zahl oder eine Währung eben. Zum Beispiel Euro, dann wird hier automatisch ein Eurozeichen dahinter gesetzt. Wir können aber auch sagen, dass das ein Datum sein soll. Und ja, das ist jetzt hier ein bisschen kompliziert zu erklären. Excel kennt halt nur Zahlen und das ist quasi, um es vereinfacht auszudrücken, ein kodiertes Datum, wenn es uns die Möglichkeit bietet, das hier umzuschalten. Wir bleiben aber bei der Währung
beziehungsweise bei der Zahl und kommen dann auch wieder auf unsere 333. Es gibt außerdem noch Sonderformate, wie hier Schweizer Postleitzahlen, Text, Wissenschaft, Bruch, Prozent. Ich erzähle euch das jetzt so langwierig, weil einen das hier wirklich zur Verzweiflung treiben kann, wenn die Zellen falsch formatiert sind. Wir kommen da später nochmal drauf. Excel ist ziemlich clever. Das will ich euch auch mal demonstrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier anfange, einen Kalender zu erstellen, Montag, Dienstag, Stundenplan zum Beispiel, dann kann ich irgendwann, also dann erkennt Excel die Systematik, die da dahinter steckt, und wir können die Zeile hier einfach weiter nach rechts ziehen. Und dann wird das hier vollautomatisch ausgefüllt. Wir können das Ganze auch ausschneiden und dann zum Beispiel hier wieder einfügen, so dass wir hier jetzt zum Beispiel noch Uhrzeiten hinschreiben können. 8 Uhr. Uhr. Und wir können das Ganze auch nach unten ziehen. Und schon haben wir unseren eigenen Terminkalender sozusagen. Ich kann hier jetzt auch alles ausschneiden und das Ganze hier einfügen. Und dann kann ich hier auch noch eine Überschrift hin platzieren. Stundenplan. So, das passt jetzt gerade so in die Spalte. Ich möchte es gerne aber größer haben. Jetzt geht das hier über die Zeile hinaus. Wer jetzt denkt, super, dann kann ich das ja hier nochmal weiter editieren, der täuscht sich. Wenn ich jetzt nämlich das hier mache, dann wird das in der Zelle einfach abgeschnitten und hier beginnt die neue Zelle. Das macht so also keinen Sinn. Nee, wir machen das anders. Wir markieren, indem wir die Steuerungstaste gedrückt halten, hier beide Zellen nebeneinander, verbinden und zentrieren. Das sieht doch gut aus. Das sollte jetzt geklappt haben. Die Zellen sind verbunden. Wir können denen jetzt auch noch einen Rahmen geben. Rahmenlinien außen beispielsweise. Und jetzt sehen wir, dass die Zellen wirklich verbunden sind. Theoretisch kann man das auch noch ausfüllen irgendwie. Füllfarbe. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Excel merkt sich auch die Eingaben. Das funktioniert ähnlich wie bei Word. Dann haben wir nicht so viel Tipparbeit. Wir können jetzt zum Beispiel sagen Sport. Und hier schreibe ich das Wort jetzt nicht mehr aus, sondern ich drücke einfach die rechte Pfeiltaste und dann steht das schon da. Wir können aber auch rechnen mit Excel und das zeige ich euch in einer neuen Arbeitsmappe. Dazu klicken wir hier unten auf das Plus und jetzt haben wir hier direkt eine zweite Tabelle, die hat überhaupt nichts mehr mit der ersten zu tun. Hier will ich euch jetzt zeigen, dass man mit Excel auch wunderbar rechnen kann. Und dazu denke ich mir einfach mal ein paar Zahlen aus. So, das habe ich bewusst in Anführungsstriche gesetzt, weil wenn ich hier sage Minus, dann passiert das. Das liegt daran, dass Excel einerseits sehr clever ist, habe ich euch vorher gezeigt, hier mit dem Aufziehen von bestimmten Standardfunktionen. Zum anderen ist es aber auch ja nicht wirklich dumm, aber es funktioniert halt so, wie es funktioniert und daran muss man sich halten. Das passt sich nicht dem Nutzer an, sondern umgekehrt. Wir müssen uns quasi an das Programm anpassen. Im ersten Moment ist das vielleicht alles noch ein bisschen verwirrend hier und ein bisschen viel auf einmal. Aber mit der Zeit, wenn ihr das übt, wenn ihr Anwendungsfälle habt, wo das Programm zum Einsatz kommt, dann werdet ihr recht schnell merken, dass das eigentlich ein ziemlich praktisches Tool ist. Wir basteln jetzt unsere erste Formel. Hier soll das Ergebnis dieser Rechnung stehen und dann sagen wir ist gleich. Dann verwandelt sich der Cursor in ein weißes Kreuz. Diese Zelle, also ihr seht es hier, C3 minus diese Zelle und das war's schon.
Der Rest geht automatisch. Das Programm rechnet automatisch. Und wenn wir jetzt beispielsweise ein Budget von 5.678 haben und ich kann das gerne auch mal beschriften, Budget, dann ist das hier, sagen wir mal, der Einkauf und das ist der Rest. Und wenn sich die Einkaufssummen regelmäßig ändern und diese Formel hier einmal reingeschrieben wurde in die Spalte C5, dann können wir die Werte auch verändern. Nehmen wir mal an, das wäre der Januar. Ich kopiere das jetzt einfach mal hier rüber und drücke dann mal Escape zwischendurch, damit die Umrandung wieder verschwindet. Das hier ist der Februar. Wir gehen davon aus, dass hier das gleiche Budget zur Verfügung steht. Übrigens haben sich hier die Zellen direkt automatisch angepasst, wie ihr hier seht. Also ich habe das rüber kopiert und es funktioniert trotzdem. Und zwar für genau diese neue Spalte hier im Februar. Wobei ich jetzt irgendeinen Quatsch gemacht habe. So ist es. Korrekt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im Februar ein anderes Budget zur Verfügung haben und wir geben das neue Budget ein, kaufen aber für den gleichen Wert ein, dann kommt hier unten logischerweise was anderes raus. Wir können aber auch sagen, wir kaufen nur für diesen Wert ein und haben dann hier unten einen entsprechend größeren Rest. Und ich habe euch ja gerade schon gezeigt, wie ihr das hier groß ziehen könnt. Und so können wir jetzt hier fürs gesamte Jahr unseren Budgetplan quasi einfach aufziehen. Und das geht ebenfalls auch mit den Zahlenwerten unten. Und wenn wir jetzt hier verschiedene Werte eingeben, sehen wir, dass das Programm in jedem Fall mitdenkt und auch absolut selbstständig hier rechnet, ohne dass wir noch einen Taschenrechner oder ähnliches bräuchten. Und das geht auch mit relativ komplizierten Formeln. Man muss also so ein Formular quasi nur ein einziges Mal erstellen. Dann kann man mit den Mitteln von Excel das Dokument, das Formular dann eben immer wieder benutzen. Man kann sogar die Formeln selber sperren, so dass auch Mitarbeiter zum Beispiel damit arbeiten können, die sich weniger mit Excel auskennen. All das ist hier möglich. Und ich würde jetzt auch sagen, für den Anfang war es das erstmal. Speichern nicht vergessen. Und dann können wir das Ganze als PDF zum Beispiel exportieren oder wir können das Ganze als XLSX-Arbeitsmappe exportieren, als Webseite, als XML-Datei und so weiter. Das funktioniert alles mehr oder weniger gut. Kennt ihr auch von Word. Ich speichere das Ganze jetzt mal als ganz normale Excel-Mappe, weil ich euch nämlich noch kurz was zeigen möchte. Dazu starte ich LibreOffice. Okay, es sieht völlig anders aus, also so vom Hauptmenü her und so weiter. Nichtsdestotrotz öffnen Tutorial, Dokumentdatei ist gesperrt, Arbeitskopie öffnen. Das Ganze ist vermutlich deswegen gesperrt, weil wir die Datei halt noch offen haben. Mir ging es jetzt eher darum zu sehen, ob die Formeln hier im LibreOffice funktionieren und wie ihr seht, tun sie das. Und so ziemlich alles, was ich euch gerade eben erklärt habe, funktioniert hier selbstverständlich auch. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, würde ich hier gerne noch eine zweite Folge machen. Das allerdings nur, wenn es auch jemand interessiert. Deswegen lasst gerne mal konstruktive Kommentare da und vielleicht auch Ideen, was ich hier denn zeigen soll in der nächsten Folge.